Ja, vielen Dank. Auch nochmal zu Paragraph 102. Es gab jetzt nochmal vor kurzem einen Artikel am 15.04. in der Volksstimme, wo Herr Höfelmann und auch Herr Krause, der... Herr Göller, es wäre auch hilfreich, wenn die Gespräche da überall mal ein bisschen ruhig sind, damit man den Fragestellen hört, damit der hier vorne steht, das auch hören kann, damit er antworten kann. Bitte. Also nochmal zu dem Artikel in der Volksstimme am 15.04., wo auch Herr Krause gesagt hat, er ist für eine Verschiebung. So, und jetzt wird aber immer wieder argumentiert von verschiedenen Politikern, SPD und CDU, man sei in einer Koalition. Ich will noch mal darauf hinweisen, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, dass wir hier frei gewählte Abgeordnete sind, die dem Gewissen verpflichtet sind und nicht an Weisungen und Aufträge gebunden sind. Das heißt also, wir haben schon die Möglichkeit, heute hier das um ein Jahr zu verschieben. Ist das, weil, ich frage das deshalb, weil die CDU-Abgeordneten vor Ort überall in den Lokalmedien und auch SPD in dem Fall den Leuten suggerieren, sie wollen das verschieben, das ist irgendwie Gott gegeben von der Landesregierung. Wir beschließen das heute hier. Ist euch das klar oder habt ihr das noch nicht mitbekommen? Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, 5 Minuten darüber nachzudenken. Selbstverständlich ist es die Freiheit des Mandates. Es ist aber die natürliche Sache, dass man sich in einer Koalition sich vereinbart. Und dass wir in unseren Fraktionen intensiv diskutieren, ist auch völlig normal. Wenn eine Fraktion aber einen Beschluss fasst, in welche Richtung es gehen kann, dann sind die Mitglieder im Rahmen der Meinungsbildung, der Mehrheitssicherung in einer solchen Koalition auch darauf hingewiesen und werden darum sehr intensiv auch darum gebeten, ohne Druck auszuüben, sondern im Rahmen der normalen parlamentarischen Arbeit sich entsprechend auch abzustimmen. Ich weiß, das werden Sie wahrscheinlich nie kennenlernen. Die AfD wird nie in die Verlegenheit gekommen, in einer Koalition oder als Alleinregierung in die Verantwortung zu kommen. Aber das ist geübte Praxis bei denjenigen, die Verantwortung tragen müssen und nicht nur populistische Äußerungen machen müssen. Ja, danke, Herr Kohl.